Hallo meine Lieben, ich wollte unbedingt auch den 50 Random Facts About Me Tag machen und ich habe ein bisschen gebraucht, wirklich, um die ganzen Fakten über mich zusammen zu haben. Aber ich habe es jetzt doch geschafft und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran und ich fange auch gleich an. Ich konnte als Baby schon fließend sprechen, bevor ich überhaupt laufen konnte. Als ich dann endlich auch mal laufen gelernt hatte, habe ich mir sofort ein Bein gebrochen. Aber seitdem habe ich mir nie wieder was gebrochen. Ich finde den Geruch von Zwiebeln so eklig, dass ich nur Zwiebeln schneide, wenn ich Gummihandschuhe anhabe, weil ich es super eklig finde, wenn meine Finger nach Zwiebeln riechen. Ich hatte in meinem Aquarium mal einen Krebs als Haustier. Er hieß Vector. Er war ungefähr so groß und er war ein, offiziell hieß er roter amerikanischer Sumpfkrebs. Und ja, ich mochte ihn sehr gerne. Wenn ich zu Hause bin, laufe ich immer mit so einem Knödel auf dem Kopf rum und ich nenne ihn meinen Wömpel. Ich war mal Komparsin bei Mord in bester Gesellschaft und ich war total stolz. Und als es dann ausgestrahlt wurde und ich es angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass sie meine Szene geschnitten haben und man hat nur ungefähr 2 Sekunden lang meine Haare durchs Bild fliegen sehen. Die Leute, die mein Haarpflege-Haarroutine-Video angeschaut haben, wissen das. Ich hau mir gelegentlich mal ein oder zwei Eier auf den Kopf. Als kleines Mädchen wollte ich immer Ballett machen, aber ich durfte leider nicht, weil meine Bänder zu dehnbar und zu lang waren irgendwie und deshalb konnte ich mich als Baby verbiegen wie so ein kleiner Schlangenmensch. Ich sehe ziemlich schlecht und habe eigentlich eine Brille, aber weil ich meine Brille überhaupt nicht mag, trage ich jeden Tag Kontaktlinsen. Ich habe Angst vor Bakterien und deshalb desinfiziere ich mich ständig, wenn ich irgendwo bin. Ich habe immer so ein Desinfektionsmittel für unterwegs dabei. Wenn ich nach Hause komme, ist das Erste, ich gehe ins Bad und wasche meine Hände. Und wenn irgendjemand mit dabei ist, dann müssen alle anderen Leute auch immer Hände waschen. Und ja, da lege ich sehr viel Wert drauf. Ich werde richtig wütend, wenn irgendwelche Leute einfach ungefragt meine Haare anlangen. Das mag ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob andere Leute das auch haben, aber meine Haare, nee, die darf man nicht einfach so anfassen. Ich würde gerne mal ein Jahr irgendwo im Ausland wohnen. Ich bin allergisch gegen Katzen, aber wie ihr wahrscheinlich wisst, habe ich mir vor kurzem trotzdem eine Miezi gekauft und ja, für ihn nehme ich das in Kauf. Ich hasse Knoblauch über alles. Das ist das ekligste Gewürz, das ich mir vorstellen kann. Der Geruch von Knoblauch. So eklig. Vielleicht bin ich ein Vampir. Knoblauch finde ich total furchtbar. Ich esse nichts, wo Knoblauch drin ist. Und ich finde es auch unglaublich eklig, wenn irgendjemand nach Knoblauch riecht. Ich habe Angst vor diesen Gittern im Boden. Diese, die über so Abzugsschächten oder sowas sind. Ich habe immer Angst, dass ich da reinfall. Und deshalb kann ich da nicht draufsteigen. Ich springe immer drüber oder laufe außen rum. Und ich versuche immer, das sehr unauffällig zu machen. Aber ja, ich glaube, es fällt trotzdem auf. Ich bin unglaublich tollpatschig. Ich bin für mich selbst eine riesengroße Gefahr, weil ich mich ständig bei allem, was ich mache, irgendwie verletze. Ich habe totale Flugangst. Wenn ich fliegen muss, dann nur, nachdem ich mir so Reisetabletten eingeschmissen habe, damit ich ein bisschen weggetreten und entspannter bin, weil ich total Angst vorm Fliegen habe. Und es macht mich dann richtig wütend, wenn man mir immer sagt, oh, da ist eine Schwimmweste unter deinem Sitz. Ja, toll. Ich kann doch mit einer Schwimmweste nicht fliegen, wenn ich abstürze. Schwimmen kann ich. Ich brauche einen Fallschirm. Ich finde es total eklig, anderen Leuten beim Essen zuzuschauen und vor allem zuzuhören. Ich finde es ganz schlimm, wenn jemand irgendwie so Essensgeräusche macht, wenn ich selber gerade nicht esse. Wenn ich selber esse, dann fällt es mir nicht so auf. Aber wenn ich schon fertig bin, finde ich es total schrecklich, wenn andere Leute noch so am Essen neben mir sind. Das mag ich gar nicht. Ich bin nur 1,62 groß. Ich bin ein Shrimp. Wenn mich eine Biene sticht, dann schwelle ich total an und deshalb habe ich im Sommer immer total Angst, dass ich auf eine draufsteigen könnte und schaue immer vor jedem Schritt genau, wo ich hinsteige, ob da nicht vielleicht gerade eine Biene sitzt. Ich kann mich total kaputt lachen, wenn ich mir Kinderserien anschaue, also sowas wie Mr. Bean oder so Paulchen Panther oder sowas. Da kann ich mich kaputt lachen, ich finde es so witzig. Ich hätte unglaublich gerne ein Faultier als Haustier. Es gibt kein besseres Haustier, das ich mir vorstellen könnte. Ich würde so einen kleinen Baum aufstellen, da würde ich ihn reinhängen und ab und zu mit ihm kuscheln und das ist das perfekte Haustier. Die sehen immer aus, als würden sie lachen, die sind sehr freundlich scheinbar und flauschig. Ich bin ein absoluter Tee-Fan. Ich trinke eigentlich fast nie Kaffee, sondern immer nur Tee und ich liebe Tee. Ich habe einen ganzen Schrank in der Küche, wo nur Tee drin ist. Ich war schon immer unglaublich schlecht in Mathe, Physik und so räumlichem Denken und sowas. Das konnte ich noch nie.
Wenn andere Leute Grammatikfehler machen beim Sprechen, dann habe ich immer das Bedürfnis, sie zu verbessern. Und es fällt mir echt schwer, das nicht zu machen, damit ich nicht immer so ein kleiner Schlaubi-Schlumpf bin. Aber ich finde es ganz furchtbar, wenn Leute so Grammatikfehler machen. Zum Beispiel das Schlimmste, wenn jemand sagt, einzigste. Früher war ich totaler Fan von Usher, so mit 12, 13, weil er so einen tollen Sixpack hatte. Wenn ich schlafe, hat man mir zumindest gesagt, rede ich sehr gerne und erzähle irgendeinen Blödsinn. Man kann mich dann auch ansprechen und mit mir reden und ich erzähle irgendeinen Quatsch. Oder ich fange an zu schreien und um mich zu hauen. Ich mag scharfes Essen überhaupt nicht. Ich kann es wirklich nicht essen, ich mag es einfach gar nicht. Ich bin ein totaler Serienjunkie und fange ständig irgendwelche neuen Serien an. Wenn irgendwas Neues im Fernsehen kommt, ich fang's an. Und mittlerweile habe ich schon so eine Liste an Serien, die ich alle angucke und wo ich immer dann koordinieren muss, welche ich wann anschauen kann. Ich lese total gerne spannende Bücher. Aber wenn ich spannende Filme anschaue, dann werde ich total hibbelig und nervös. Ich liebe so ziemlich alle Filme von Pixar. Die sind einfach immer unglaublich niedlich. Wenn ich mir einen Film anschaue, der mir gefällt oder den ich lustig finde, dann kann ich schon nach dem ersten Anschauen so ziemlich die Hälfte vom Film mitsprechen und danach zitieren, was andere Leute irgendwie nicht so lustig finden. Ich würde meine Nägel am liebsten jeden Tag neu lackieren. Ich mag es einfach total gerne, es neu zu lackieren, irgendwelche Muster zu machen und ja, ich würde es am liebsten jeden Tag machen. Und wenn ich viel Zeit habe in den Ferien oder so, mache ich alle paar Tage meine Nägel neu. Ich bin ein totaler Frischluftfanatiker. Wenn ich irgendwo in irgendeinen Raum reinkomme oder irgendwo bin, muss ich dauernd die Fenster aufreißen, weil ich das Gefühl habe, ich ersticke sofort und kriege sofort Kopfschmerzen oder irgendwas, wenn ich keine frische Luft bekomme. Ich hasse Koriander. Das ist so ziemlich das zweitekligste Gewürz nach Knoblauch, das ich mir vorstellen kann, weil frischer Koriander schmeckt einfach wie Spülwasser. Als ich ein Baby war, hat meine Schwester mich einen Tag vor meiner Taufe mitsamt meinem Kinderliege-Dingens da vom Tisch geschmissen und ich bin gegen den Tisch geplumpst und auf den Boden gefallen und seitdem, beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, dass es davon kommt, habe ich hier eine Dulle in meinem Kopf. Ich schaue mir total gerne Dokumentationen über Tiere an, vor allem so Unterwassersachen und so, das finde ich total faszinierend und letztens habe ich mir eine Tintenfisch-Doku angeschaut und bin jetzt schwer beeindruckt, wie klug die sind. Meine Lieblingsfilme sind Aristocats, Ich einfach unverbesserlich und seit neuestem auch Ralph Reichts. Den müsst ihr euch unbedingt anschauen, der ist total süß. Aber schaut ihn euch auf Englisch an, da sind die Stimmen nämlich viel süßer. Ich bin unglaublich vergesslich. Ich kann mir echt vornehmen, mir irgendwas zu merken und 2 Minuten später habe ich wieder vergessen. Ich würde gerne mal ein kleines Café aufmachen und dann lauter bunte, winzige, kleine, süße Kuchen und Cupcakes und Windbeutel verkaufen. Das wäre mein Traum. Ich liebe Schmetterlinge und ich habe sogar selber mal welche gezüchtet und ich war ziemlich stolz drauf. Und nicht, dass ihr denkt, ich habe die armen Schmetterlinge irgendwie bei mir zu Hause gehalten oder so. Nein, ich hatte die Raupen und habe dann fein säuberlich darauf geachtet, dass sie sich richtig verpuppen. Und als sie dann so ein paar Tage alt waren, habe ich sie bei mir im Garten fliegen lassen. Ich werde total ungemütlich, wenn ich Hunger oder Durst habe. Und um das zu vermeiden, habe ich schon immer was zu trinken dabei, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber zu essen habe ich natürlich nicht immer was dabei. Und wenn ich sage, oh Leute, ich bekomme Hunger, dann werden alle anderen Leute zu Salzsäulen so, oh mein Gott, lasst uns was zu essen suchen. Aber so schlimm bin ich auch nicht. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich Tee über alles liebe. Der einzige Tee, den ich nicht leiden kann, ist Hagebuttentee. Der hat so einen ekligen Nachgeschmack. Aber ich liebe Hagebuttenmarmelade. Das ist meine absolute Lieblingsmarmelade. Ich trinke nie Getränke mit Kohlensäure. Mag ich einfach überhaupt nicht. Ich kann es auch nicht trinken. Also ich verstehe nicht, wie jemand irgendwie einen halben Liter Wasser oder einfach nur mehrere Schlucke Wasser mit Kohlensäure schnell trinken kann. Das könnte ich nicht. Ich brauche immer für alles, was ich mache, einen Plan. Ich plane alles durch und ich kann einfach nicht ohne einen Plan. Wenn ich keinen Plan habe, habe ich das Gefühl, ich bin aufgeschmissen und verloren. Wenn ich Süßes esse, würde ich am liebsten auf alles eine riesen fette Schicht Schlagsahne draufhauen. Ich hasse es total, wenn mir irgendjemand ins Gesicht fasst. Das finde ich total schrecklich und total furchtbar, wenn jemand mir ins Gesicht langt. Als ich klein war, hatte ich eine Lieblingspuppe. Sie war dunkelhäutig und hieß Pomfy. Den Namen habe ich mir damals selber ausgedacht. Und ich glaube, das habe ich gemacht, weil ich Pommes frites gerne mochte.
Ich war ein, ich sag mal, sehr lebhaftes Kind und habe, als ich klein war, gerne mal andere Kinder gebissen. Mein erstes Haustier war ein Meerschweinchen und sie hieß Rapunzel. So, meine Lieben, das war der 50 Random Facts About Me Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr den Tag gemacht habt oder ihn noch macht, dann schickt mir doch eine Videoantwort oder schreibt mir einfach ein paar lustige Fakten über euch in die Kommentare. Das würde mich echt freuen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!